Thank you.
Hallo und herzlich willkommen zu OrgaTV. Wer alleine arbeitet, addiert, wer zusammenarbeitet, multipliziert. Das besagt bereits ein altes arabisches Sprichwort. Damit ein Team erfolgreich zusammenarbeiten kann, bedarf es einer guten und richtigen Führung. OrgaTV zeigt, wie es funktioniert. Kooperation. Wie führt man Teams? Und das sind heute unsere Themen. Kooperation, Team versus Gruppe und was man darunter versteht. Teamführung und Teamentwicklung am Beispiel Willeroy & Bock. OrgaTV Experiment, wie führt man ein Cheerleading-Team zu Höchstleistungen? Virtuelle Kooperation, wie funktioniert Teamarbeit über die räumlichen Grenzen hinaus? Und zu Gast bei uns im Studio Max Schönberg von der 56 Tinnerer GmbH. Hallo Herr Schönberg. Tag, Frau Mohr. Schön, dass Sie bei uns sind. Freue mich auch. Sie haben erst kürzlich im Jahre 2009 den Branchenpreis des Schuhkuriers erhalten. Der steht ja für überdurchschnittliches Engagement, ein hohes Maß an Kundenbindung und Kundenservice. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Und welche Voraussetzungen muss denn ein Mitarbeiter überhaupt mitbringen, um bei Ihnen im Team erfolgreich mitarbeiten zu können? Also er muss eine Grundkompetenz haben, sozial, von zu Hause. Und Ausbildung würde ich das gar nicht nennen. Er braucht einfach die funkelnden Augen, die Freude. Nicht am Produkt. Produkte sind austauschbar. Wenn er sich für Mode interessiert, ist er bei uns richtig. Wenn er sich über Menschen freut, wenn die Türen aufgeht und man guckt zur Tür und hat keine Angst vor dem, der da reinkommt, dann hat er eigentlich alle Türen auf und dann hat er eine Zukunft in jeder Dienstleistung. Also es kommt schon stark auf die leuchtenden Augen an. Es kommt darauf an, dass er einfach sich freut, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Mhm. Auf der einen Seite mit den Menschen, mit denen er arbeiten soll. Ja. Auf der anderen Seite aber auch mit dem Menschen, der als Kunde zu ihm kommt. Mhm. Wenn er dort Bedenken hat und man merkt innerhalb der ersten paar hundertstel Sekunden, ob man zusammenpasst oder nicht, und dann kommt eine gewisse Furcht oder Angst, dann muss ich sagen, da kann ich nicht helfen, das muss er mit sich selbst klarkommen. Aber eigentlich hat der Mensch, der reinkommt, es verdient, mit funkelnden Augen begrüßt zu werden. Das ist absolut verständlich. Aber wie schaffen Sie es denn, Herr Schönberg, Ihr Team zu Höchstleistungen zu motivieren? Erstmal gibt es keine Teamführung im klassischen Sinne. Sie sind ein Mitglied eines Teams. Mhm. Natürlich werden sich im Laufe einer Zeit gewisse Strukturen, ich würde fast nicht sagen Rangordnung, aber gewisse Unterschiede rauskristallisieren. Und ein Team ist genau immer so stark, wie man die Stärken des Einzelnen nutzen kann. Und wir führen unser Team, indem wir motivieren, indem wir Dinge, die gut sind, noch verbessern. Und indem wir Menschen finden, die bei uns die Dinge, die nicht so gut für uns und von uns sind, ausgleichen. Sie sprachen von wir. Wer ist denn wir? Jeder. Es muss einfach klar sein, dass wenn der Lehrling am ersten Tag mit der Studentin am dritten Tag zusammenarbeitet, dass hier keine Rangunterschiede da sind, wenn eine Leistung erbracht werden muss. Wenn Sie etwas leisten wollen, dann müssen beide gleich anpacken und dann müssen beide sich einbringen, aber es kristallisiert sich ganz schnell heraus. Der eine kann das besser und der andere kann das besser. Und dann macht man das. Herr Schönberg, haben Sie denn ein bestimmtes Zitat oder eine Leitidee in der Unternehmensführung, der Sie folgen? Sie erwarten jetzt einen Grundsatz von mir. Grundsätze grundsätzlich sind ehrlich zu sein. Und ein Grundsatz, den Sie haben, müssen Sie leben. Deshalb ist das Wort Grundsatz immer so ein bisschen ambivalent. Aber wenn Sie einen Grundsatz in meiner und in unserer Firma finden wollen, dann ist es einfach, dass wir nicht versuchen, besser zu sein als andere. Das klingt auf den ersten Sound völlig falsch. Aber wenn Sie sich immer nur fixieren auf den Mitbewerber oder auf den Klassenkameraden oder auf den Studienkollegen oder auf den anderen Kugelstoßer, um besser zu werden als der, dann haben Sie ein falsches Ziel. Was Sie müssen, ist sich fragen, wo war ich gestern? Und dann müssen Sie gucken, wo bin ich heute? Und wehe, Sie sind nicht dort, wo Sie gestern waren oder weiter. Dann sind Sie zurückgeschritten. Und dann haben Sie ein Problem. Und zwar nicht mit sich, sondern auch mit dem Team, in dem Sie arbeiten wollen. Weil das Team wird Sie an den Leistungen von heute, morgen, übermorgen messen. Die Lorbeeren von gestern sind vorbei. Besser sein als gestern bringt extrem viel Spaß, ist eine hohe Herausforderung und schaffen Sie immer nur mit anderen. Aber jetzt konkret bezogen auf Menschen, haben Sie da auch einen Leitsatz, der passt, bezogen auf Ihr Team? Ja, das ist, also wenn wir Menschen sagen, haben wir immer die Vorstellung, dass es eben völlig unterschiedliche Menschen sind. Und wenn Sie zu uns in unseren Laden gehen,
ob sie über die Haarfarbe, die Hautfarbe, die Größe, das Gewicht, die Sprache gehen, ist mir völlig egal. Sie werden niemanden finden, der sich überhaupt ähnelt mit dem anderen. Es sind grundverschiedene Menschen. Es gibt keine Definition, bevor Sie nicht einen Menschen persönlich kennengelernt haben, ob der ins Team passt oder nicht. Und er muss nicht Ihnen passen. Er kann das genaue Gegenteil Ihrer Person sein. Und auf einmal sehen Sie jemand, mit dem Sie gar nicht zurechtkommen auf privater Ebene, ergänzt Sie beruflich hervorragend. Er kann nämlich alles, was Sie nicht können. Sie müssen ja mit dem kein Bier trinken gehen. Aber Sie sind im Team vielleicht Weltmeister. Ob das Eistanz ist oder Schuhverkauf, ist völlig egal. Das ist einleuchtend. Sie sind bisher ja nur in Saarbrücken tätig, beziehungsweise Sie waren in Neunkirchen, das ist ja nicht mehr aktuell, bis jetzt in 5 Läden in Saarbrücken. Können Sie sich denn eigentlich vorstellen, auch außerhalb der Saarbrücker Grenzen tätig zu werden? Das, was ich gerade beschrieben habe, können Sie nur mit persönlichem Engagement und mit persönlicher Präsenz. Wenn Sie sich vergrößern als Unternehmen, dann haben Sie die Herausforderung, dass die Einstellung, die Sie haben, reflektiert werden muss von Ihren Gebietsleitern und von Ihren Unterrepräsentanten. Die Kraft haben wir nicht mehr. Es gibt die Möglichkeit, da müssen Sie ein bisschen jünger anfangen oder Sie müssen 24 Stunden am Tag arbeiten. Wir müssen unsere Menschen im Team führen. Jetzt widersprechen wir. Wir müssen Vorbild sein, aber die Kraft ist dann über einen zweiten oder dritten weiterzugeben. Das ist schwierig. Da brauchen Sie andere Organisationsstrukturen und die verlangen wir uns nicht mehr ab. Herr Schönbeck, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, um uns zu unterhalten. Schön, dass Sie bei uns sind. Und Sie sind ja noch ein bisschen bei uns, um uns weiterhin zu unterstützen. Da haben wir noch ein paar Fragen an Sie. Und jetzt geht es erstmal weiter zu meiner charmanten Kollegin Nadine. Ja, kein Studium ohne Gruppenarbeit, keine Stellenausschreibung ohne Hinweis auf dringend erwünschte Teamfähigkeit. Stefan Ackermann erklärt, warum Teamarbeit sinnvoll ist. Das ist der Stefan. Stefan studiert BWL und soll einen Beitrag zum Thema Kooperation machen. Aber was versteht man unter Kooperation? Genau das fragt sich auch Stefan. Dazu wälzt er seine Bücher. Eine ganz allgemeine Definition zu Kooperation hat er schon im Internet gefunden. Kooperation ist das Zusammenwirken von Handlungen zweier oder mehrerer Lebewesen, Personen oder Systeme. Gut. Der Anfang ist gemacht und eine allgemeine Definition steht. Aber so richtig weiß unser Student immer noch nicht Bescheid. Vielleicht sollte er mal seine Kommilitonen befragen und vielleicht können sie ihm ja auch weiterhelfen bei seinem Problem. Hey, ich habe echt ein Problem. Ich muss einen Beitrag über Kooperation machen. Du, da kann ich jetzt auch nicht wirklich weiterhelfen, aber letztes Semester hatte ich eine Vorlesung im Personalmanagement. Und ich glaube, es gab irgendwie einen Unterschied zwischen Gruppen und Teams. Da musst du vielleicht mal da ein bisschen was nachlesen. Guck ich da mal nach. Danke. Alles klar. Okay. Ciao. Ciao. Der Unterschied zwischen Gruppe und Team war ein guter Hinweis des Kommilitonen. Unser Student hat auch gleich einige entscheidende Unterschiede in der Literatur gefunden. Die Gruppe besteht aus einer festen Anzahl von Mitarbeitern aus demselben Fachbereich, die meist vergleichbare Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen, wodurch kaum Wissenstransfer erreicht wird. So, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie sind mit Ihren Projekten vorangekommen. Hier sind Ihre individuellen Arbeitsanweisungen. Der Gruppenleiter hat alleinige Führung und Entscheidungsgewalt und weist jedem Mitarbeiter seine Aufgaben zu. Zudem ist die Gruppe nach festen Regeln strukturiert. Das Team hingegen besteht aus einer variablen Anzahl von Mitarbeitern aus verschiedenen Fachbereichen, die sich hinsichtlich ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten ergänzen. Morgen! Sie wissen ja, 26. ist unsere Eröffnung. Ich hoffe, das Projekt läuft soweit. Ja, ich bin mir auch sicher, wir als Team, wir schaffen es. Die Teammitglieder streben nach der Erreichung eines gemeinsamen Ziels. Das Team ist variabel strukturiert und organisiert und erledigt seine Aufgaben selbstständig. Jedes Mitglied nimmt neben seiner Hauptaufgabe auch andere Aufgaben im Team wahr, wodurch ein regelmäßiger Wissenstransfer erfolgt. 1996 wurden bei der Audi AG Teamstrukturen eingeführt. Die Auswertung der Evaluationsdaten ergab eine signifikante Verbesserung von Zusammenarbeit, Informationsfluss, Kundenorientierung sowie Arbeitszufriedenheit. Teamarbeit kann bei richtiger Durchführung eine erfolgreiche Arbeitsform sein. Jedoch sollte man beachten,
dass die Notwendigkeit zur Kooperation vorliegt, bevor man ein Team gründet. Denn Teamarbeit macht nur bei der Notwendigkeit zur Kooperation Sinn. Andrew Grove, ehemaliger Manager bei Intel, sagte mal zum Thema Team: Business ist Teamarbeit und zum Gewinnen braucht man ein Team. Extra für unseren Studiogast haben wir heute uns ein passendes Spiel überlegt. Das beruht auf der Kreativitätstechnik von De Bono. Da geht es normalerweise um verschiedenfarbige Hüte. Also die Hüte haben alle verschiedene Farben. Und die werden im Verhaltenstraining normalerweise eingesetzt, um dem Menschen also die eigenen Denkweisen aufzuzeigen. Mhm. Und ja, passenderweise haben wir heute extra für Sie, haben Sie schon gesehen, wir haben hier so verschiedene Schuhe, haben wir diese Hüte durch Schuhe ersetzt für Sie. Und die haben alle verschiedene Sichtweisen, Denkweisen und Blickwinkel, diese verschiedenen Farben. Ganz genau, und die erkläre ich Ihnen jetzt mal kurz. Mhm. Sie dürfen auch natürlich gerne fragen, wenn irgendwas nicht klar ist. Und zwar, da haben wir einmal die Farbe Weiß. Die steht für die Konzentration auf Tatsachen. Dann einmal die Farbe Rot, die steht für Emotionen. Dann haben wir die Farbe Schwarz für kritisches Denken. Dann einmal die Farbe Gelb für optimistisches Denken. Die Farbe Grün für kreatives Denken. Und die Farbe Blau zu guter Letzt für moderierendes Denken. Und wir würden Sie jetzt mal bitten, Herr Schönberg, dass Sie Ihren Führungsstil anhand einer Farbe, Kombination mehrerer Farben erklären können. Hm. Gar nicht so einfach. Ehrlichkeit, Direktheit, Klarheit. Ist weiß, richtig? Konzentration auf Tatsachen. Okay. Fakten, Fakten, Fakten. Okay. Emotion. Genau. Der rote. Und Gold war gelb. Optimistisches Denken. Okay. Natürlich haben wir es als Gold gewählt, passend zur WM. Wunderbar. Also Emotionen unbedingt notwendig und Gold auch richtig. Grün war, da habe ich ja gesagt. Kreatives Kreativität. Denken. Kreativität. In der Mode ohne Kreativität, mit Menschen ohne Kreativität geht gar nichts. Das Thema ist, wir brauchen irgendwo, blau ist glaube ich Himmel, wir brauchen irgendwo etwas, worunter alles lebt. Die Gesamtheit ist klar, es ist die Frage, natürlich brauchen wir Direktheit, Ehrlichkeit, Klarheit. Mhm. Und was wir leider auch brauchen, ist Kritik. Sie sprechen immer in Bier, wir wollen es auf Sie bezogen haben. Ich brauche keine Kritik. Es wäre schön, wenn alles toll wäre und niemand kritisiert uns. Aber das Thema ist, wenn der Pumps grau wäre, selbst wenn er dunkelgrau wäre, könnte ich damit leben. Aber schwarz ist vernichten, Dunkelheit, Lieblosigkeit, Abwesenheit von Emotionen. Schwarz darf nicht sein. Also das passt nicht auf Ihren Führungsstil. Nein, um Gottes Willen. Okay. Aber wenn es grau wäre, müsste ich dem zugestehen, anwesend sein zu dürfen, weil wir sind einfach Menschen und da gibt es auch mal Negatives und da gibt es auch mal harte Kritiken. Ehrlichkeit, Direktheit kann auch mal in der Farbe auftauchen. Mhm. Jetzt mache ich das trotzdem raus und jetzt, wenn ich das so sehe, ich meine, wir sind gerade live und Weltmeisterschaft Südafrika, Sie haben es selbst erwähnt gestern, zwei Spiele, morgen wieder, übermorgen zwei Spiele. Und die Farben, fällt Ihnen was auf, Frau Reis? Was hier, ja. Was da, die Farben, die ändern mich an das. Quizfrage. Ja. Quizfrage. So Regenbogen. Genau. Bis oft, und das ist Südafrika. Und Südafrika versucht politisch uns zu verkaufen und ich folge dem auch. Eine Regenbogennation braucht alles. Nochmal, schwarz, vergessen Sie es. Ich mache es unter den Tisch. Okay? Aber also kein schwarz, okay. Wenn kein alle kritisches Farben Denken. Haben, und dann die Emotionen, die Liebe, die Begeisterung. Aber das geht immer nur mit Ehrlichkeit und Kreativität. Und das als Himmel. Super. Nee, ich alles. Das sind Sie. Nein, das ist der Führungsstil, den ich gerne mag. Ah, und das ist okay. Der Führungsstil, den ich gerne machen möchte. Den Sie leben möchten. Ja, aber das geht nicht. Das wäre Perfektion. Und wir versuchen das. Und dann ist es mal ein bisschen zu viel Weiß. Und bei einer begeisternden Messe ist es zu viel Emotion und vielleicht auch zu viel Design. Der Schuh passt zwar nicht, aber sieht toll aus. Auch schlecht. Mhm. Aber das ist das Ziel und wir arbeiten dran. Alle im Team müssen an diesem Ziel arbeiten. Der mehr an dem und der mehr an dem.
Also sind Sie schon so eine Kombination aus allen? Unbedingt. Ja? So ein bisschen. Unbedingt. Okay. Na gut, dann kommen wir jetzt so von Thema Schuhe zu einem ganz anderen Thema. Und zwar von der Kloschüssel bis zur Kaffeekanne. Villeroy & Boch produziert Keramik für die ganze Welt. Wir haben das Unternehmen am Hauptsitz in Mettlach besucht und uns zeigen lassen, welche Teamführungsphilosophie das mittelständische Unternehmen so erfolgreich macht. Jessica Mohr berichtet. Teams sind für mich ein mega Wissensspeicher. Keiner weiß so viel wie alle. Das heißt, jeder bringt auch sein Wissen und seine Erfahrung mit ein. Bei Teams spreche ich auch gerne von kollektiver Intelligenz. Man sagt so schön, wer alleine arbeitet, der addiert, wer zusammenarbeitet, multipliziert. Weil jeder bringt Erfahrungen, ein Wissen ein, man kann voneinander lernen und unterschiedliche Blickwinkel dabei einnehmen. Teams sind Klebstoff fürs Unternehmen, ans Unternehmen, besonders halt auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Ja, es hat sich gezeigt aus Erfahrungen, dass halt Teams dann am besten funktionieren oder am besten miteinander spielen, wenn das Team eine Mischung aus Persönlichkeiten aufweist. Das heißt, jeder ist Experte, jeder bringt sein Wissen ein. Für die Führungskraft ist es besonders wichtig zu erkennen, welche Kernfähigkeiten hat das einzelne Teammitglied. Die müssen gefördert werden, er muss Verantwortung übertragen bekommen und er muss Feedback bekommen. Sowohl in der Gruppe als auch in Einzelgesprächen. Und daraus reflektiert sich dann eine gute Teamarbeit. Und so, mir ist auch wichtig, dass in solchen Teams auch unterschiedliche Meinungen herrschen, dass auch konstruktiv gestritten wird, dass man sich miteinander aussetzt und auch so nochmal die Chance hat, über den Rand hinaus neue Dinge zu erfahren und vielleicht ins Team einzubringen. Ja, ein wesentlicher Erfolgsfaktor für ein Team ist natürlich der aktive Erfahrungs- und Wissensaustausch. Ein Team braucht halt einfach auch sowas wie ein intelligentes Rudelverhalten. Das heißt, man muss sich permanent miteinander abstimmen, verständigen, auch sich einschwören auf neue Themen. Wie motivieren Sie Ihr Team? In erster Linie braucht ein Team Anerkennung und Wertschätzung für das, was es leistet. Das heißt, es muss stolz sein und froh sein, dass es dem Team angehört. Es muss sich mit der Zielstellung auseinandersetzen können und auch natürlich mit den Teamzielen identifizieren können. Letztendlich braucht es natürlich auch Zeit für Teamentwicklung, das heißt auch bewusste Zeit mal ausklammern und zu schauen, wie können wir die persönlichen Kernfähigkeiten innerhalb des Teams weiterentwickeln und das Wichtigste natürlich auch Erfolge gemeinsam zu feiern. Frau Hettinger, wie lange sind Sie bereits bei Villeroy & Boch? Ich bin bei Villeroy & Boch seit 13,5 Jahren und seit 3,5 Jahren im Team von Frau Schumacher. Wie sehen Sie die Kooperationsbereitschaft innerhalb des Teams? Ich glaube, dass in unserem Team eine sehr große Kooperationsbereitschaft herrscht. Es ist natürlich unterschiedlich in Ausprägungen und in Nuancen, was aber weniger mit dem Einsatz der verschiedenen Teammitglieder zu tun hat, als eher damit, wo man Schnittstellen im Bereich der Aufgaben hat. Ich glaube, dass die Führungskraft die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen muss und eine Plattform dafür bieten muss. Wie dann aber die Ausgestaltung passiert und wie das wirklich gelebt wird, hängt, denke ich, von den Mitgliedern im Team ab. Die Teamleistung selbst ist wichtiger als eine persönliche Einzelleistung. Und ich glaube, wenn jeder nach diesem Grundsatz handelt, dann kann man auf der einen Seite eine Segelregatta gewinnen und auf der anderen Seite auch gut Bäder verkaufen. So, wieder zurück im Studio habe ich noch eine zweite Aufgabe für Sie, Herr Schönberg. Sie bleiben mir nicht nur bei einer Aufgabe, es tut mir sehr leid. Spitzel mal ein bisschen im Block da. Nee, gespitzelt wird nicht. Ich sage es Ihnen gerne nochmal, wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Wir hatten ja eben die Kreativitätstechnik von de Bono. Jetzt ist Ihre Aufgabe, nichts auf Ihren Führungsstil zu beschreiben, sondern warum denn jede einzelne Fabi wichtig für ein gesamtes Team ist. Ja, das überlegen wir uns auch immer wieder. Wir sagen immer, mein Gott, wir können doch auf eine Farbe verzichten. Und das tun wir witzigerweise auf einer Messe, wo wir sagen, ist diese Farbe modisch? Will sie der Endverbraucher? Und wir wollen darauf verzichten. Und wenn wir dann ein schönes Bild haben wollen im Laden,
dann ist die Farbe doch irgendwo. Vielleicht nur ein- oder zweimal, nur ein kleinerer Seeton oder nur ein kleines hellblaues Tüpfelchen, aber es ist da. Wenn Sie komplett auf diese Farbe verzichten, dann haben Sie eben bei einem Regenschauer keinen Regenbogen, sondern vielleicht nur ein schwarzes Band. Wer will da hochgucken nach dem schwarzen Band? Und wenn Sie ein, wir haben gerade von der Fußball-Weltmeisterschaft geredet, wenn Sie... Das lässt Sie nicht los. Nein, nein, das lässt mich deshalb nicht los. Aber es ist auch so aktuell. Wer spielt den schönsten Fußball? Die Menschen, wo Sie auf dem Fernsehschirm schon erkennen, wer dort läuft. Jeder hat einen anderen Laufstil, jeder sieht anders aus, jeder bewegt sich anders. Heterogenität ist ein ganz schwieriges Wort, aber es ist noch viel schwieriger, damit fertig zu werden. Viel leichter ist es, Sie haben ein homogenes Team und egal, wen Sie ansprechen, Sie brauchen immer nur dasselbe sagen. Und dasselbe ist, wenn Sie ein Kunde sind und Sie kommen rein und wollen von einem Team bedient werden. Dann müssen Sie sich auf jeden Einzelnen einstellen. Das ist doch viel schöner. Stellen Sie mal vor, Sie haben einen Würfel und Würfeln und auf jeder Seite ist eine Eins. Wissen Sie immer schon, was passiert? Langweilig. Das ist ja langweilig. Das stimmt. So, und wir sind ein Würfel. Und wenn Sie diesen Würfel von 1 bis 6 durchnummerieren, dann haben Sie Ihr Leben lang Spaß. Sie können immer wieder überrascht sein, dass Sie 6 mal 6 hintereinander würfeln oder 6 mal 1. Aber es ist eben klar, dass es nicht immer derselbe Wurf sein wird. Und ich in meinem Job als Teamführer, als Schuhverkäufer, als Eigentümer von 56, wenn wir auf Uniformität gehen, um Gottes Willen, der arme Kunde und der arme Mitarbeiter. Das stimmt allerdings. Na gut, dann waren wir ja eben schon beim Thema Fußball. Das lässt uns jetzt auch nicht los. Genau dahin kommen wir wieder. Und zwar die Equipe Tricolore, die französische Fußballnationalmannschaft, hat ja bei der WM in Südafrika enttäuscht. In der Vorrunde war Schluss für den Vize-Weltmeister von 2006. Nationaltrainer Dominik ist es nicht gelungen, aus einem Haufen Individualisten ein Team zu formen. Teamführung ist also nicht nur für Unternehmen wichtig, sondern auch im Sport kann sie über Sieg oder Niederlage, Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Seht selbst. Die Saarland Furry Flames, ein Cheerleading-Team aus Saarbrücken. Mit ihnen wagen wir heute ein Experiment. Für Cheerleading-Teams ist Vertrauen das Allerwichtigste. Was aber bringt dem Team dabei mehr? Ein autoritärer oder ein kooperativer Führungsstil? Kerstin, die Trainerin der Harry Flames, wird uns bei unserem Experiment unterstützen. Kerstin versucht ihr Team, wann immer es geht, in die Trainingsplanung mit einzubeziehen. Um im Team Fortschritte zu erzielen, verabredet sie mit allen Teammitgliedern persönliche Zielvereinbarungen. Natürlich achte ich auch darauf, dass die Mädels in die Trainingsplanung integriert werden, dass da ein bisschen Kooperation besteht. Die bekommen von mir zweimal im Jahr einen Bogen, auf dem sie ihre persönlichen Ziele eintragen mit einem Datum, wann sie die erreicht haben wollen. Dann wird es auch überprüft und genau, wenn das erreicht wird, gibt es dann auch meistens eine kleine Belohnung. Genau, neben dem harten Training steht natürlich auch Spaß immer an erster Stelle. Wir versuchen einmal im Monat privat was zu unternehmen. Wir versuchen Camps und Ausflüge zu organisieren oder auch mal ein Sommerfest oder eine Weihnachtsfeier zu veranstalten. Mit Kerstin meistern die Harry Flames alle Herausforderungen. Wir testen aber, ob sich die Mädchen auch mit einem autoritären Stil zu Höchstleistungen motivieren lassen. Dafür trennen wir das Team in zwei Gruppen. Trainerin Claudia soll einem der beiden Teams mit ihrem autoritären Stil eine neue Figur beibringen. Kerstin und ihr Team bekommen eine ähnliche Aufgabe. Gemeinsam wird vorbereitet. Trainerin Claudia dagegen hält nicht viel davon, sich beim Mattenlegen zu beteiligen. Weil ihr aber alles nicht schnell genug geht, wird das Team erstmal bestraft. In Kerstins Team wird sich währenddessen teamtypisch eingeschworen. Das stärkt den Zusammenhalt. Während die Übung ausprobiert wird, ist Kerstin inmitten ihrer Mädchen. Das Team von Trainerin Claudia probt auch an der neuen Figur. Teamwork sieht allerdings anders aus. Die Mädchen machen sich gegenseitig für das Misslingen der Übung verantwortlich, bis die Sache plötzlich eskaliert. Wenn du keinen Bock auf die Sache hast, pack deine Sachen dir heim. Mach doch deinen Scheiß alleine. Mach ich. Das Ergebnis unseres Experiments ist klar. Kerstins Führungsstil hat gesiegt. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich richtig genervt. Das war einfach nur schlimm. Es war kein Team, jeder wollte sein eigenes Ding machen. Fehler wurden einfach wurden nicht verbessert. Ja, es war überhaupt kein System dahinter. Ich habe mich überhaupt nicht integriert gefühlt in das Team. Trainerin Kerstin kann sich also zu Recht von ihrem Team feiern lassen. Die Mädels wissen jetzt umso mehr, was sie an ihrem Coach haben.
Ja, während des Beitrags hat mir Herr Schönberg gerade verraten, dass er uns noch so eine kleine Überraschung mitgebracht hat. Was ist das denn genau? Also ich wollte ja ein Boot mitbringen mit 4 Rudern, weil wir haben ja an diesen Outdoor-Tagen, die man auch aus den Fernsehserien oder amerikanischen Filmen kennt, da gehen Manager mal raus und machen irgendwas und müssen sich gegenseitig beweisen, dass sie zusammen besser sind als jeder Einzelne. Das mit dem Boot hat nicht geklappt. Auf die Saar wollten sie nicht. Nee. Frau Reiß, ja. Dann brauchen wir 4. Ja. Ich sehe hier 2. Jessica muss mitmachen. Alles klar, bin ich dabei. Wir bin haben ich noch dabei. 2 in unserem Backstage-Bereich. Ja, ja, einmal und dann noch die zweite. Super. Und sie stellen sich einfach gegenüber, ein bisschen mehr dahin und gehen zusammen und strecken ihre Zeigefinger aus, sodass sie eine Reihe bilden. Hintereinander die Zeigefinger. Ineinander. Genau. Und dann runter. Ja, da hat schon jemand mitgedacht. Das ist schon mal gut im Team. Einer geht runter und die anderen denken, das ist richtig. Ja, eigentlich wollte ich nur meine Moderationskarten auf den Boden legen, aber gut. Okay. Ja, das war. Interpretation ist auch ein Vorteil. Und jetzt versuchen wir, im Boot hat jeder seine Stärke. Der eine gibt die Richtung vor, der andere dreht hinten, in der Mitte wird beschleunigt. Hier geht es im Studio nur so, dass wir alle unterschiedliche Bedingungen erfüllen, aber die gleichen Aufgaben haben. Okay, okay. Und jetzt müssen Sie 4 dafür sorgen, dass dieser Stab, den ich jetzt loslasse, wenn Sie hochkommen, nachher auf meiner Augenhöhe ist, ohne dass er runtergefallen ist. Okay, okay. Dann, okay. Ja, okay. Das nennt man Team-Selbstüberschätzung. Jeder weiß ja, die anderen 3 sind genauso gut wie man selber und dann geht man ganz schnell hoch. Können wir ein bisschen langsamer machen? Okay. Weil das Ziel ist nicht, wieder hochzukommen. Das Ziel ist, den Stab nicht fallen zu lassen. Okay, probieren wir. Wir fangen nochmal an. Ich kann das auch nicht. Aber wir sind jetzt nur die Testperson. Ja, okay. Ich würde den Test nie selber machen, weil ich bin immer derjenige, der im letzten Moment dann den Zeigefinger falsch macht. Okay. Ich wünsche allen Beteiligten 8 Fingern viel Erfolg und denken Sie, Team, nein. Okay. Kommunikation. Ja. Und Sie müssen nicht unbedingt miteinander kommunizieren Sie über Ihre Finger, über Ihre Augen, über Ihre Körper. Blickkontakt. Ja, und vertragen Sie sich. Ja, das geht doch schon viel besser. Super. Oh, ja, das optimal. Geht, das okay. Geht okay. Ja, super. Sie sehen, es gibt noch Teilteams. Okay. Wunderbar. Also Sie wollten uns jetzt damit zeigen, dass man praktisch im Team jeder miteinander kooperieren muss. Ja, richtig. Okay. Und dass es darauf ankommt, dass sie sich alle abstimmen sozusagen. Und dass der, der stärker und schneller ist, Rücksicht nehmen muss auf den, der langsamer hochkommt. Okay. Vielleicht ist der Kleinere der Stärkere. Der trägt dann das Gewicht und der andere bestimmt das Tempo. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt praktisch von der Kooperation von heute zur Kooperation von morgen. BlackBerry, Internet oder iPhone, das sind Dinge, die für viele von uns heute kaum mehr aus dem Alltag wegzudenken lassen. Durch sie funktioniert vor allem auch Teamarbeit über die räumlichen Bürogrenzen hinaus. Inga Seibel berichtet. In der heutigen Wirtschaftslage, die durch Flexibilität und Globalisierung geprägt ist, versuchen die Unternehmen durch den Einsatz von virtuellen Teams die geografisch verteilten Ressourcen in einer dynamischen, anpassungsfähigen Form zu nutzen. Im Gegensatz zu traditionellen Teams verfügen die virtuellen Teams über keinen Arbeitsplatz an einem gemeinsamen Standort und arbeiten an geografisch zum Teil sehr weit voneinander entfernten Orten. Ich heiße Max, ich bin Projektleiter und ich wohne in Saarbrücken. Das ist Anna. Anna ist eine Kollegin von Max. In dem Unternehmen ist Anna für den Vertrieb zuständig. Zurzeit befindet sie sich auf einer Firmenmesse in Paris. Hallo, ich heiße Peter. Ich bin Softwareentwickler. Und zusammen mit Anna und Max bilden wir ein virtuelles Team. Ein virtuelles Team verfolgt das gleiche Ziel wie ein Face-to-Face-Team. Es geht darum, gemeinsame Arbeitsaufträge zu erledigen. Der Unterschied besteht in der Art der Kommunikation. Ein virtuelles Team nutzt analoge und digitale Kommunikationsmedien, wie zum Beispiel Telefon, Fax oder Internet. Der Vorteil besteht darin, dass die Teamzusammensetzung sich nicht an räumliche Verfügbarkeiten, sondern an fachliche Qualifikationen orientiert. Durch die schnellere und flexiblere Informationsweitergabe können Kosten gesenkt werden,
was wiederum zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit führt. Bonjour Max, hier ist Anna aus Paris. Hallo Anna, wie geht's dir? Wie kommt unser Produkt bei den Leuten auf der Messe an? Ja, es läuft wirklich großartig. Die Menschen auf der Messe lieben unser Produkt. Ich konnte sogar schon einige Bestellungen an Land ziehen. Warte, ich kann dir ein paar Fotos von dem Messestand schicken, damit du dir ein eigenes Bild machen kannst. Ja, ja, ich krieg gerade die Bilder rein. Boah, die sehen echt super aus. Ja, da hat sich die monatelange Arbeit wenigstens gelohnt. Ich werde die auch gleich an Peter weiterleiten, damit er sieht, dass sein Computerspiel so gut ankommt. Ja, das war's leider heute schon wieder für OrgaTV. Das war OrgaTV für heute. Danke nochmal an Sie, Herr Schönberg, dass Sie bei uns zu Gast waren, uns mit uns auch so ein aufregendes Spiel gemacht haben und uns so toll unterstützt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Hat Spaß gemacht. Danke von mir. Danke an Frau Reis und Frau Mohr. Ja. Team, toll, ein anderer Mensch. Dann funktioniert das Leben. Okay. Vielen Dank für diesen schönen Schlusssatz. Dann bedanke ich mich auch nochmal bei den Zuschauern. Und nächste Woche bei OrgaTV das Thema Akquisition. Wie beschafft man Mitarbeiter? Also bis nächste Woche. Tschüss. Einen schönen Abend noch.